Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Starfield. Mein Name ist Devor und wir spielen jetzt eine Mission. Ganz was Neues, ne? So, ich gehe mal hier hin und öffne Schalltafel. Perfekt, gut gemacht. Okay, das hat den Schutzschalter ausgelöst und der geht zu... Oh, wow, ernsthaft? So haben die das verkabelt? Okay, prima. Der nächste ist ein gutes Stück hinter dem Jakes. Vielleicht ein oder zwei Etagen höher? Sorry, ist weit. Okay, nee, hier komme ich da nicht hin. Ich guck mal. Oh, hier geht's überall lang. Hier gibt's überall Dinge zu sehen, zu erkunden. Na, guter Tag heute. Ja, weiß ich noch nicht. Trade aus Sozi. Ich geh mal. Ah ja, aber ich glaube hier lang. Guck mal. Das sieht aus, als könnte ich es nutzen, aber gut, dann nicht. Ja, was haben wir hier? Okay. Das ist ja riesig hier unten. Könnte es... Ich guck mal. Jetzt geht das auf. Sieht aus wie eine, automatische Tür, wie eine Feuertür oder so. Lass mal offen. Ah ja, ich bin richtig. Das war alles richtig, was ich gemacht habe. Nichtsdestotrotz, bevor ich da reingehe, ich gucke mal kurz hier lang. Schau mal, ob es hier vielleicht noch irgendwas Interessantes zu looten gibt. Hier zum Beispiel eine verriegelte Tür. Um mein Skill zu erhöhen. So, theoretisch könnte man das nehmen. Und dann wahrscheinlich das. Ja, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. So, ja gut. Hier haben wir nicht... Hier ist die Auswahl beschränkt. So. Ha, wie Butter. Ja, so macht man das. Oh, 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 oh. Ich hab sowieso gerne Lope. Geh mal weg! Warum? Ja, weil du im Weg stehst! Mach dich kaputt! Komm und hol's dir! So nämlich. Rotfindenpatrone, Tau, Riegelwiderstand. Du darfst nicht im Weg stehen! Beim Ballern. Mann, 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 Mann. Okay, interessant. So, Tofors Schlüssel nehme ich. Credits. Du, Milch, wenn er sie dabei hat, bevor sie schlecht wird, nehme ich die an mich. Ist ja ganz klar. Notizbuch, Schüssel, Seifenspender. Ich weiß noch nicht, wo ich Dinge verkaufen kann, die ich klaue. Guck ich gleich. Deswegen will ich mich damit jetzt gerade nicht zu... mit solchem Material. Schalter. Ah, sicher ist sicher. So. Toilette. Hier ist... Wir haben überall einen Pümpel. Und ein Safe. Was haben wir hier noch? Digitaler Schreibtischbilderrahmen. Ja. Credits. Gut, die habe ich. Red Harvest. Nehme ich mit. Nehme ich auch mit. Nehme ich einfach mit. Er braucht es doch nicht mehr. Ich meine, er liegt hier doch. Das ist er doch, oder? Ja, Topher. Hm. Ich gehe mal gucken, was hier passiert ist. So, oha. Von Nico vor 28 Tagen. Nico hier. Ein Freund hat mir erzählt, dass du ein Model S kaufen willst. Stimmt das? Antwort: Alter, klar, diese Roboter sind sowas von geil. Ich brauche einen, der mein Anwesen bewacht. Was du für. Wie viel verkaufst du die? Von Nico vor 25 Tagen.
Immer langsam. Ich habe ein ausrangiertes Modell, das Ekliptik loswerden wollte. Wenn du in der Bar zahlen kannst, haben wir einen Deal. Du weißt, es ist illegal, diese Dinger zu kaufen, oder? Ja, klar. Darauf geschissen. Was soll die Security denn tun, wenn ich Big Bruno auf sie loslasse? Ich habe die Kohle im Bar. Wo wohnst du? Vor 22 Tagen. Wir werden uns sicher nicht da treffen, wo ich wohne. Seit 2 Tagen um Mitternacht hinter dem Orion Tower, okay? Bring die Kohle komplett im Bar mit. Ich mein's ernst. Kein Bargeld, kein Deal. Ich sag's dir gleich. Ich weiß, was ich mit Leuten mache, die sich wie Idioten verhalten. Antwort? Ja, klar, Alter. In 2 Tagen. Das wird der beste Tag deines Lebens. Vor 20 Tagen. Ja, okay, netter Versuch. Komm sofort wieder her und gib mir mein Geld, okay? Du kannst von Glück reden, dass ich nach der Scheiße. Also, du kannst von Glück reden, dass ich nach der Scheiße bereit bin, dich am Leben zu lassen. Wenn du nicht bezahlst oder mir den Roboter nicht zurückgibst, lege ich dich um. Ich meine es ernst. Hab dich reingetopft. Du so, hallo, jawohl, haben Sie das Geld? Danke, gern geschehen und so. Hier hast du die Kohle, bam. Ne, Bruno gehört jetzt mir. Was willst du schon tun? Mich bei den UC verpetzen? Roboter auf den Schwarzmarkt zu verkaufen ist illegal. Du Vollidiot. Weißt du, was am lustigsten an der ganzen Sache ist? Ich hab die Kohle wirklich. Liegt immer schön neben meinem Kopfkissen. Aber wo das ist, wirst du jetzt ja eh nie erfahren. Hau rein. Tschüss. Ja, gut. Hast du den Verstand verloren? Kann man wirklich so dämlich sein? Du weißt, wem ich den Roboter abgekauft habe, oder? Sagt dir der Begriff Fernsteuerung irgendetwas? Bring mir sofort das Geld, sonst liegst du heute Nacht tot in deiner Wohnung. Reingetopft. Ja, ich würde stark behaupten, dass er ihn gefunden hat. Vermutlich. Gibt es denn da was Schönes drinne? Leere Bierflasche, Pastete. Oh, ganz ehrlich. Aus Trotz lasse ich die Kühlschranktür offen. Ich hoffe, dass deine Stromrechnung nach oben geht. So, dann gucken wir doch mal weiter. So, der nächste Verteilerkasten ist ganz in der Nähe. Der Abschnitt wird kaum noch verwendet. Vielleicht siehst du ihn nicht gleich. Ich sehe ihn. Das ist er. Der nächste ist ganz in der Nähe. In einer Sackgasse neben dem Jakes. Direkt unter der Wohnung, die sie zu verkaufen versuchen, die Optimisten. Hier drunter? Ich meine, ich komme ja nicht raus oder so, ne? Es sei denn, ich habe wieder irgendwas übersehen, was durchaus sein kann. Aber ich denke nicht. Was war das? Ach so, das war der Rechner. Okay. Dann gehe ich hier mal raus. Tim. Und hier runter. Okay, ja gut, das ist ja easy peasy. Ich kann jetzt nicht spielen. Hab Hausarrest. Aber wenn du Hausarrest hast, warum bist du draußen? Und warum willst du mit einem erwachsenen Mann spielen? Ich habe sehr viele Fragen, Kind. Hör auf damit, lass das. So, Jakes. Nein, ich gehe erstmal hier hin. Du müsstest gleich beim nächsten Verteilerkasten sein. Und wenn die Obdachlosen noch nicht verschwunden sind, einfach Augenkontakt vermeiden, okay? Okay. Wieder ein Schalter umgelegt, wieder ein Hinweis. Und hier hat das Licht auch geflackert. Die Verkabelung ist schlimmer als gedacht. Ich behebe das kleine Problem mal kurz, während du den nächsten Verteilerkasten suchst. Ja. Der müsste in der Nähe von, der Handelsaufsicht sein. Okay. Okay. Find ihn einfach und, erzähl vielleicht noch niemandem was davon. Alles klar. Rick Duan. Was? Rick, du bist ein Zauberer. Ich möchte mit dir reden. Was machst du hier unten? Warum fragst du? Bist du von der Security?
Nein, nein. Das Gesetz und ich sind keine Freunde. Ja, du hast eine gewisse rebellische Ausstrahlung. Aber vielleicht willst du auch nur, dass ich das denke. Und ich erzähle sicher nicht jedem, der hier reinspaziert, alles über meine Operation. Welche Operation? Jedenfalls noch nicht. Ist hier sonst irgendwas Interessantes los? Ernsthaft? Sieh dich doch mal um. Du bist am langweiligsten Fleckchen der Galaxie. Das einzige Gute hier unten ist Kai. Das beste Essen in den besiedelten Systemen. Und ich kenne mich mit Essen aus. Sieht man. Aber ich darf nicht mehr hin. Kai hat mir Hausverbot erteilt. Mir? Ist das zu glauben? So ein unglaublicher Schwachsinn. Okay. Oh, reden wir noch? Nee, hat sich gerade erledigt. Das hat sich gerade erledigt. Ja, ich guck mal. Oh, wir sind im Kreis gelaufen. Ich verstehe. Okay. Dann gehe ich einmal hier zurück. Ist, glaube ich, kürzer. Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht auch völlig egal. Hier rein? Ich glaube nicht, oder? Oder doch? Bei Jake kann man super Kontakte knüpfen. Genau das richtige Maß an Alkohol und Smalltalk. Ja, habe ich gerade gemerkt. Ich muss da hin. Ich bin mir nicht sicher. Ich versuche mal hier hochzukommen. Ja, das sieht so aus, als könnte es hier lang gehen. Cool. Ich guck mal, ob hier. Ich schau mal eben. Ah ja, hier geht es also auch einfach nur lang. Okay, cool. Gut. Okay, der letzte Kasten müsste jetzt ganz bei dir in der Nähe sein. Ich merke leider, dass das ein absolutes Wirrwarr ist. Ungefähr 200 Jahre vergebliche Versuche, alles neu zu verkabeln. Ich wollte das vor 3 Jahren mal reparieren. Nach 2 Tagen habe ich geweint. Nach 3 aufgegeben. Jedenfalls musst du dich da um eine Reihe von Schutzschaltern kümmern, bevor du zum Verteilerkasten kannst. Ich weiß die Reihenfolge nicht mehr. Leg einfach Hebel um, bis alle Schaltkreise stromlos sind. Okay. 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 Scheint stromlos zu sein, oder? Das wird per Computer. Was für ein Computer? Hier ist kein Computer. Aber... Mein Licht geht nicht an. Warum geht mein Licht nicht an? Hä? Okay. Mein Licht geht nicht an. Na, dann ist das halt so. Das ist spannend. Ah. Ich habe keine Ahnung, was ich gemacht habe. Aber gut, okay. Ich hinterfrage das nicht. Wow, geschafft. Echt klasse. Du hast mir eine ganze Woche Arbeit erspart. Komm zur Kontrollstation, wo wir uns getroffen haben. Okay. Ich weiß nicht, was ich hier gerade gemacht habe. Aber es ging. Also von daher... wer bin ich, mich jetzt da das zu hinterfragen, aufzuregen und nachzuforschen? Warum ist das so? Nein, interessiert mich nicht. Alles klar. So. Ich gucke mal, dass ich... Ich bin hier übelst falsch. Doch nicht. Okay, jetzt da hoch. Ich glaube nicht, dass ich hier richtig bin. Ich glaube nicht, dass ich hier richtig bin, denn ich bin anscheinend falsch. Wie soll ich denn da hochkommen?
Aber hier ist nur eine Treppe. Aber Level. Hier geht's noch Apara. Anzugwerkbank. Ja, das hilft mir gerade gar nicht. Entsperren Computer für. Okay. Ich bin hier sowas von nicht richtig, oder? Wobei. Interessant. Was haben wir hier so Schönes? Waffenwerkbank. Das ist der reguläre Weg? Das ist nicht der reguläre Weg. Ich habe das Gefühl, dass ich hier nicht richtig bin. Hilfe? Okay, vielleicht hier irgendwo lang? Ah, okay, ich, alles klar. Nun, dann gehen wir doch mal hier lang. Ja, hier war ich sogar schon. Tachchen! Habe ich mich schon bedankt? Weil, danke. Alleine hätte ich dafür viel zu lange gebraucht. Ja, es lag mir Geld. Das wäre Wahnsinn gewesen. Solange die Bezahlung stimmt, tue ich alles, was nötig ist. Ja, klar. Natürlich. Dank deiner Hilfe konnte ich den Spannungsabfall lokalisieren. Ich weiß, woher er kommt. Und leider ist die Quelle genau das, was ich befürchtet habe. Die Handelsaufsicht. Mhm. Tja, darum muss ich mich jetzt wohl kümmern. Das wird ein Spaß. Wenn du mitkommen willst, beschwere ich mich nicht. Wenn nicht, dann trennen sich unsere Wege jetzt. Das kommt 2,5. Ja, gut, ich meine. Kann man machen. Ich würde sagen, komm, ich meine, lass uns doch zusammengehen. Tja, dank dir haben wir jetzt Beweise, dass die Handelsaufsicht hinter dem Spannungsabfall hier unten steckt. Hattest du schon mal mit der Handelsaufsicht zu tun? Zoe ist ganz schön imposant. Mhm. Ich muss da rein, obwohl ich wirklich, wirklich keine Lust habe. Würdest du vielleicht mitkommen, damit es nicht irgendwie entgleist? Die Handelsaufsicht, ich überlege gerade, wenn die Handelsaufsicht für sowas verantwortlich ist, frage ich mich erstmal, wo die Handelsaufsicht ist. Komm mal mit, Luisa. Tja, dank dir haben wir jetzt Beweise, dass die Handelsaufsicht. Hattest du schon mal mit der Hand? Nein, ich muss da rein, obwohl ich. Ja, du hast keine Lust. Okay, ich passe auf dich auf. Danke, das ist echt nett. Ich kann reden, glaube ich. Mach dich einfach auf alles gefasst. Mhm. Gut, dann würde ich sagen, wir gehen da mal hin. Ich würde gern gehen können. Ich renne immer. Kann man gehen vielleicht auch? Nein, nicht Fotomodus. Kann man gehen? Das ist die Frage, die ich mir stelle. Steuerung. Nee, das ist auch nicht die Frage, die ich mir stelle. Tastenbelegung. Ich weiß, mit dem Controller geht es logischerweise, ne? Aber. Springen, sprinten, schleichen, zum Laufen halten. Immer laufen, automatisch bewegen. Automatische Bewegung? Was ist denn automatische Bewegung? Numlock. Warum? Immer laufen, zum Laufen halten. Und immer laufen will ich nicht. Aber was ist denn immer laufen und sprinten?
immer laufen umschalten. Ich hab's lock. Ah, okay, alles klar. Gut, wir können gehen. Das ist doch schon mal schön. Aber wir sind langsamer als sie. Ich sag's ja nur. Warum laufen wir langsamer als die NPCs? Ah, das ist... Natürlich. Ich verstehe. Ich höre mir das mal von weiter weg an und guck mal, was passiert. Meine Mutter wollte, dass ich Medizin studiere. Ja, hättest du mal gemacht, ne? Ein Besuch vom Mars? Reizend. Wie heißt du doch gleich, Liebes? Bei so vielen... Der Handelsaufsicht scheint es prächtig zu sein. Was niemanden überrascht. Ich bin Luisa Reyes. Was du auch weißt, ich war nämlich schon dreimal hier. Ja, ja, stimmt natürlich. Und was genau wirfst du mir doch gleich ohne den kleinsten Beweis vor? Der Spannungsabfall kommt aus deinem Gebäude, Zoe. Das wissen wir beide. Und ich kann es jetzt beweisen. Entschuldige, wie war das? Wir haben den Spannungsabfall durch das Netz verfolgt. Hierher. Du kannst dich da nicht rausreden. Ich würde dich bitten, kurz hier zu warten. Ich bin gleich zurück. Mhm. Moment. Ich muss dir mal ganz kurz was erledigen. Luisa? Okay, aber sei auf alles gefasst. Ich weiß nicht, ob sie mit einer Waffe rauskommt oder Söldner ruft oder sonst etwas. Entspann dich. Sie will sicher nicht den schönen Boden mit Blut versauen. Ich würde Gewalt gerne vermeiden, wenn es irgendwie geht, okay? Ja, entspann dich, alles wird gut. Okay, vermutlich hast du recht. Tief durchatmen. Mhm. Ich geh mal. Nun, ich entschuldige mich, dass ich die Angelegenheit nicht ernster genommen habe. Ich versichere dir, ich werde alles tun, um ihr auf den Grund zu gehen. Du windest dich da nicht raus. Wir sind der Sache auf den Grund gegangen. Du bist der Grund. Dein Eifer in Ehren. Aber du solltest etwas mehr recherchieren, bevor du jemanden beschuldigst. Es hat tatsächlich jemand dieses Gebäude genutzt, um Strom umzuleiten. Aber es ist nicht die Handelsaufsicht. Ich habe schon eine Weile meine Verdächtigung. Ich teile meine Notizen gerne mit dir. Jetzt aber sollten wir erstmal unseren nächsten Schritt planen. Ich... Moment. Was? Meine Güte, noch eins. Was? Du hast Miss Reyes vermutlich geholfen, diesem kleinen Problem nachzugehen. Ja. Tja, es gibt offensichtlich noch mehr zu tun. Warum setzt du deine Arbeit nicht fort? Mit einer Zusicherung, dass die Handelsaufsicht dich für deine Zeit entschädigt. Mhm. Ich koordiniere alles gemeinsam mit Miss Reyes. Wenn das Mass Zugriff auf das Netz hat, wissen wir bald, wer das getan hat. Und warum. Ich gehe mal davon aus, dass du den Einsatz übernimmst. Also, soweit ich weiß, gibt es auf dem Unterdeck noch einen Verteilerkasten, den du dir ansehen solltest. Okay, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Gehen wir erstmal davon aus, dass alles mit rechten Dingen zugeht. Guck du dir den nächsten Verteilerkasten an. Ich erledige mit Zoe den Rest. Hallöchen. Howdy. Ja, gut. Okay. Ich guck mir mal den Verteilerkasten an. Barrett, kommst mit? Und ich guck mal kurz hier rein. Mhm. Interessant. Mit wem hat sie denn gesprochen? Hier ist niemand. Sie ist doch...
Sie ist doch hier reingegangen. Irgendwas stinkt hier zum Himmel. Je eher du die Quelle des Ganzen findest, desto eher ist es vorbei. Sie ist wahrscheinlich Sekretärin und Chefin gleichzeitig. Naja gut, okay, gucken wir uns das Ganze doch mal an. Ich muss da hoch, aber was ist hier? Ich komme nicht rein, nein! Da oben. Da oben. Wir kommen nach oben hier. Gucken wir mal, ob wir da auf normalem Wege hinkommen. Das ist da drüben. Da ist nur die Wohnung, da kommen wir aber auch nicht raus, ne? Nee, 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 nee. Hier geht's nicht lang. Hier geht's nicht lang. Okay, aber was wäre denn, wenn wir... Theoretisch. Hey, du müsstest gleich da sein. Ja, hallo? Ja. Funktioniert das Ding? Ich erwarte, dass du mich über verdächtige Aktivitäten informierst. Verstanden. Und Zoe ist auch hier, falls dir das nicht schon klar war. Wir arbeiten zusammen. Leg den Schalter um, dann lotsen wir dich zum nächsten Verteilerkasten. Es gibt noch keine verdächtigen Geschichten. Das war's, danke. Dann wollen wir mal sehen. Na klar. Okay, jetzt musst du zu Kasten 45A. Der sollte bei Apex Electronics sein. Das soll jetzt aber ein Witz sein, oder? Hast du dasselbe Diagramm wie ich? Es ist doch eindeutig 47B, auf der gleichen Ebene. Zoe, ich weiß, wie man... Ignoriere sie und geh zu Kasten 45A, okay? Ich weiß nicht, wo 45A ist und wo der andere ist, aber... Ich war hier schon mal. Ich gehe mal zu dem, der am nächsten dran ist, weil faul. Danke, dass du auf die Stimme der Vernunft hörst. Der Verteilerkasten ist ganz nah. Wir haben das gleich erledigt. Das war... oder? Okay, ich habe gar keine andere Wahl mehr. Alles klar. Gut, schauen wir mal. Ordentliche Arbeit. Miss Reyes und mir ist aufgefallen, dass der nächste Knotenpunkt auf diesem Diagramm nicht eingezeichnet ist. Sie meint, dass er nicht auf dem Unterdeck ist. Er ist irgendwo oben. Also eigentlich außerhalb meiner Zuständigkeit. Aber wir sind uns einig, dass wir das zu Ende bringen müssen. Wenn du nach oben gehst, rufe ich die richtigen Diagramme auf. Ich möchte auch durchs All reisen. Na, mach doch. Okay, also... Hier lang? Ich bin unschlüssig. Nee, ich glaube nicht hier lang. Hä? Hier lang. Ja. Okay, jetzt sind wir hier. Warum springt dieser blaue Punkt immer hin und her? Exit. Das hört sich doch noch... Das hört sich erfolgreich an. Schade. Okay. Dann gehen wir mal nach oben. Kommst du mit, Barrett? Raumhafen. Bin ich mal gespannt. Also es war anscheinend die richtige Entscheidung, den Verteilerkasten zu wählen und nicht den anderen. Paul Hyde siegt. Miss Reyes sucht noch die nötigen Diagramme und Pläne heraus, um die Lage korrekt einzuschätzen. Bevor sie zurück ist, mache ich dir ein Angebot. Was auch immer du am Ende dieses Wegs findest, bringst du zuerst mir. Das Mast bekommt von mir, was es braucht. Aber ich handle mit wertvollen Informationen und die wirst du wohl finden. Mhm. Die Handelsaufsicht bezahlt dich gut, versprochen. Denk daran, während du zum Wohndistrikt gehst. Ich kann die Quelle noch nicht genau lokalisieren, aber wenn man kurz davor gegessen hat, kriegt man Bauchweh. Quatsch doch alle durcheinander, total gut. Ich habe ja zwei Ohren. Mann.
Ja, das mal gucken. Ist bestimmt lukrativer tatsächlich, ne, für die Handelsorganisation zu arbeiten. Also für die Handelsaufsicht. Ich will vorschlagen, dass wir Geld in die Xenobiologie stecken. Ja, nee, das sehe ich anders. So. Schöner Tag für ein Picknick. Total. Was haben wir hier? Centaurian Arsenal. Ich guck mal kurz rein. Oh ja. Hi. Du weißt ja sicher schon, dass es bei einer Schusswaffe keine Universallösung gibt. Die einen sagen so. Herzlich willkommen bei Centaurian Arsenal. Ich helfe sehr gerne dabei, dir ein schönes Einkaufserlebnis zu bieten. Mhm. Der Umtausch ist ausgeschlossen, aber du bist mit deinem Einkauf sicher ohnehin zufrieden. Darauf gebe ich dir mein Wort. Mhm. Ich vertraue dir keinen Meter. Du nimmst die Sache ziemlich ernst. Was kannst du denn empfehlen? Nun ja, das ist eine schwierige Frage, nicht wahr? Kommt darauf an, wer fragt. Ich habe meine Favoriten, aber ich maße mir nicht an, auch deine zu kennen. Angenommen, du befindest dich in der misslichen Lage, eine Waffe einsetzen zu müssen. Was liegt dir am meisten? Intim und persönlich aus der Nähe? Schnelle Feuerrate? Ist Präzision ein Faktor? Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ist mir eigentlich egal, solange ich am Ende noch lebe. Ah ja. Nun, wenn die Priorität auf der Effizienz liegt, kann man mit Allied Armaments nichts falsch machen. Sie beliefern nicht umsonst seit Jahren die UC. Naja, dann lass mal sehen, was du im Angebot hast. Sieh dich in Ruhe um. Waffen und Munition. Ja. Das kennen wir alles schon. Einzigartiges Jagdgewehr. Ja, okay. Kampfmesser. Oha. Stabiler Lauf. Kurz Reichweitenziffer, Schalldämpfer, ergonomischer Kolben, taktisches Magazin, Hochgeschwindigkeit, automatisch. Ja nun, der sieht doch ganz schnuckelig aus, ne? Rettungsakt, ja. Okay, ja gut. Ist jetzt aber auch interessant, aber naja. Mhm. Ich muss mal in die Richtung Modifikation gehen tatsächlich. An der Waffenwerkbank und mal schauen, was man da so machen kann. Marksman finde ich interessant. 11mm Munition. Feuerrate 40. Und dann physischer Schaden 37. Meinen die sich nicht. Ja, ich sag mal danke für nichts. Gut zu wissen, dass es das gibt, aber ist gerade nicht so interessant. Eher dann so zum Verkaufen wieder interessant. Was ich eigentlich. Du näherst dich. Es ist wohl irgendwo in der Nähe des Athena Towers. Zoe sagt, außen am Gebäude gibt es einen Verteilerkasten. Woher auch immer sie das weiß. Man weiß nie, wann eine Information nützlich ist. Okay, das besprechen wir später. Ich melde mich, wenn du den Schalter umgelegt hast. Ja, ich mach mal, ne? Okay, das ist unerwartet. Es ist nichts weiter aufgetaucht, nachdem der Kasten offline war. Die Quelle muss sich irgendwo in diesem Wohnturm befinden. Ja, das ergibt Sinn. Jetzt fällt mir wieder ein, dass es eine Meldung über Stromausfälle in den oberen Etagen gab. Bestimmt hat das damit zu tun. Das solltest du dir mal ansehen. Na, dann würde ich sagen, ich gucke mir das mal an. Ich kann nur den Fahrstuhl nehmen. Jetzt wieder nur eine Etage, ein Raum, ne? Das ist spannend. Verschafft der Zugang zur Wohnung.
Ja, das mach ich doch mal. Und zwar könnte es dieser sein und ich glaube ja. Der ist es definitiv nicht. So und so. Ah ja, tatsächlich, okay. Es ist toll, dazu zu sehen. Oh, schöner Boden, wenn er nicht so dreckig wäre. Okay, finde Beweismittel. Tragbarer Becherträger. Nun. Kühlschrank ist nichts. Guck mich erstmal in der Küche. Die Wohnung sieht genau, die ist doch genauso geschnitten wie die Wohnung von meinen Eltern. Nee, das stimmt nicht. Die haben hier, glaube ich, ein Fenster oder sowas. Bin mir nicht sicher. Aber doch, von der Küche Wohnzimmer ist doch sehr ähnlich. Ja, gucke ich mir gleich an. Hier stand mal Zeugs. Mhm. Ja, ganz ehrlich. Er braucht's nicht mehr. Ich mache die Tür zu. Sicher ist sicher. Mhm. Schlafzimmer. Vanguard. Habe ich hier einen Becher? Oliver Twist. Kapitel 1. Handelt von dem Ort, an dem Oliver Twist geboren wurde und von den Umständen seiner Geburt. Eine gewisse Stadt, die ich aus vielen Gründen vorsichtshalber nicht näher benennen mag, und der auch keinen erdichteten Namen geben möchte, besitzt neben anderen öffentlichen Gebäuden, wie man sie auch in vielen anderen großen oder kleineren Städten findet, ein Armenhaus. Und in diesem Armenhaus wurde ich an einem Tag, den es sich nicht zu erwähnen lohnt, da er für die Leserschaft weder zu diesem noch zu einem späteren Zeitpunkt der Geschichte von irgendwelcher Bedeutung ist, als sterbliches Ding geboren, dessen Name in der Überschrift dieses Kapitels zu finden ist. Die folgenden Kapitel von Charles Dickens Roman schildern Oliver Twists Lebensweg von kleinem Jungen, der in schwierigen Verhältnissen aufwächst und in London als Straßendieb auf die schiefe Bahn gerät, bevor er schließlich zum glücklichen Erben und Adoptivsohn wird. Okay, schön. Genommen. Das kommt in die Sammlung. Der Komet. Harte Zeiten. Oh Gott. Der Komet. Obwohl W.E.B. Du Bois unter anderem als Schriftsteller, Bürgerrechtler und Soziologe bekannt wurde, wissen nur wenige, dass er auch eine Science-Fiction-Kurzgeschichte verfasst hat. Der folgende Textauszug stammt aus dem Jahr 1920, entstanden im Werk Der Komet. Tief am Horizont lag ein langer weißer Stern, mystisch und wunderschön. Und von ihm schwebte wie ein blasser Brautschleier ein fahles, breites Flammentuch zum Pol hinauf, das die ganze Welt erhellte und die Sterne verdunkelte. Fasziniert und völlig sprachlos starrte der Mann in den Himmel und ließ seine Raketen zu Boden fallen. In den toten Tiefen seines Geistes erwachte Erinnerung über Erinnerung zum Leben. Die Fesseln schienen ihm rasselnd von der Seele zu fallen. Aus der derben, erdrückenden und unterwürfigen Existenz seiner Kaste erhob sich die königliche Erhabenheit längst verstorbener Herrscher. Er stieg aus dem Schatten auf, groß, aufrichtig und streng, mit machtvollem Blick und geisterhaften Zeptern, die ihm in die Hände schwebten. Nun, Neons, ach Gott, ja, will ich mir das jetzt alles eigentlich durchlesen? Will ich das wirklich? Möchte ich das? Komm, es sind nur noch zwei. Sorry. Nein. Neons Gangkultur. Oh, jetzt haben wir aber mal Lore. Das ist doch schön. Trotz ihres Rufs als größte Vergnügungsstadt der besiedelten Systeme ist Neon auch die Heimatstadt unzähliger Verbrecher, Schlägertypen und anderen Gesindels.
Einige dieser Unzufriedenen ziehen einfach nur allein durch die Straßen und machen Jagd auf verirrte Touristen, die zu weit von den sicheren Planeten abgekommen sind. Das schlimmste Übel sind jedoch die organisierten Gangs, die gemeinsame kriminelle Ziele verfolgen. Allen voran des Syndikat. Eine kriminelle Organisation, die so dreist ist, mit ihrem Namen aller Öffentlichkeit zu operieren. Und der außerdem nachgesagt wird, dass sie mit Neons Bürgermeister Benjamin Bayou in Verbindung steht oder gar direkt von ihm kontrolliert wird. Und natürlich dürfen auch die kleineren, nicht minder gefährlichen Straßengangs nicht fehlen. Wie zum Beispiel die Abside Strikers und die Disciples. Und wie es bei den meisten Gangs üblich ist, betrachten sich auch die Mitglieder dieser Gruppen als Teil einer Familie. Das einzige Blut, das sie aber wirklich interessiert, ist jenes, das sie auf den Straßen vergießen können. Karl Lupinos Buch, eine Untersuchung der Gangkultur in Neon, beschäftigt sich ausführlich mit den verschiedenen in Neon City aktiven Gangs und Verbrecherorganisationen mit besonderem Augenmerk auf dem Syndikat, den Abside Strikers und den Disciples. Lupino hatte keinerlei Unterstützung von den in seinem Buch erwähnten Organisationen und wurde mehrfach davor gewarnt, sein Werk zu veröffentlichen. Er verschwand kurz nach dem Erscheinen seines Buches und seither fehlt jede Spur von ihm. Seite 2 ist leer. Okay, Lore finde ich gut. Mag ich. Harte Zeiten. Erstes Buch. Aussaat, Kapitel 1. Das einzig Notwendige. Was ich will, sind Fakten. Diesen Jungen und Mädchen sollen ausschließlich Fakten gelehrt werden. Denn nur Fakten sind in diesem Leben erwünscht. Seht Fakten und rottet alles andere aus. Ohne Fakten wären sie kaum mehr als Tiere. Und nur durch Fakten können sie einen reifen Geist erlangen. Nach diesem Prinzip erziehe ich meine eigenen Kinder. Also werde ich diese Kinder nach demselben Prinzip erziehen. Haltet euch immer an die Fakten, Sir. Harte Zeiten ist der mit Abstand kürzeste Roman aus der Feder von Charles Dickens. Er schildert das Leben der Einwohner von Coketown, einer fiktiven viktorianischen Industriestadt. Gut, haben wir das auch. Oh, zum Glück. So, dann hier ist nichts weiter. Das ist ja sehr schade. Ich habe mittlerweile so viel gelesen, dass ich vergessen habe, was wir hier eigentlich machen. Achso, ja, natürlich. Computer. Programmupdate. Programmstatus pausiert. Aktuelles Slicing, Ziel, ATM, Transfer, Gebühren, Log, New Atlantis, Slicing-Wert 0,001 Credits, Transaktion, Gesamtwerk. 3.005.326 und 130 kleine Credits. Daten herunterladen. Oh, ich habe Daten heruntergeladen. Ja, okay. Letzte Nachricht. Dodgson. Meine Leute haben sich bei der Neuverkabelung was einfallen lassen. Jetzt solltet ihr genug Saft haben, um das Programm ununterbrochen laufen zu lassen. Also nerv mich nicht länger. Ich erwarte meinen Anteil. Und schließ die verdammte Tür ab. Hier soll niemand herumschnüffeln. Selbst wenn die Galbank die fehlenden Credits bemerkt, haben sie keine Spur. Sie werden es als Fehlfunktion abtun, so wie immer. Da das Geld digital ist, können sie so viel herstellen, wie sie wollen. Newman. Das ist bedenklich. Das ist bedenklich, dass eine Bank so viel Macht hat, Geld selbst, so viel sie wollen, herzustellen. Das wäre nun kritisch. Sehe ich das kritisch. Aber für die Geldbank haben wir ja auch noch Aufträge. Ich kann mir jetzt, glaube ich, aussuchen, wo ich hingehe. Zu wen ich gehe. Ich gehe erstmal nach draußen. Ciao.
Ja. Ich überlege noch. Ach so. Ich überlege noch. Kann ich mir, warte mal, guck mal kurz, liefere Luisa Reyes Beweise oder liefere Zoe Kaminski die Beweise? Also ich muss auf jeden Fall in die, hoppala, in die unteren Ebenen. Apollo. Apollo Tower. Naja, okay. Na, dann gehen wir auch mal irgendwann rein. So, dann gucken wir mal, dass wir relativ zügig dahin kommen. Ruckel, ruckel. Gut. Ja, jetzt stelle ich mich schon wieder so an. Hä? Ging das letzte Mal auch ein Weg rein? Das ist doch neu, oder? Ich gehe mal hier. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir das letzte Mal, als wir hier lang gegangen sind, diesen Weg hatten. Und davon gibt es ja nur ein Gebäude. Ich gucke mal kurz rein. Hilft ja nichts. Ah, okay. Also zurückgebracht, Agent Byron. Es ist alles in Ordnung. Ja. Gute Arbeit. Und spannend. Die Ziele? Gut. Ich weiß auch nicht. Ja, nichtsdestotrotz würde ich sagen, wir sehen uns mit Sicherheit in der nächsten Folge wieder, wenn ihr möchtet. Von daher sage ich mal, bis gleich. Ciao. Wir lassen uns nicht aufhalten. Denn was auch immer am Ende auf uns wartet, wird die Menschheit verändern. Für immer. Hier gehören wir hin.